Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mini Lost Gravity Review. Und ich beginne direkt mit der reinen Optik der Bahn, denn das war ja auch der erste Eindruck, den ich davon hatte. Und ich muss sagen, das ist echt super klasse. Sieht echt richtig cool aus. Schon von weitem sieht es toll aus mit dieser verrückten Farbkombination. Irgendwie erinnert es mich aber doch an den Smiler, was aber überhaupt nicht schlimm ist, ist ja auch eine ganz coole Achterbahn. Wenn man sich der Achterbahn dann nähert, dann hört man ziemlich deutlich die Musik, denn die ist sehr laut und das finde ich super, weil das passt super zu dem Park und das passt super zu der Achterbahn. Und ab und zu wird auch der Soundtrack von Lost Gravity gespielt und den finde ich auch richtig klasse. In diesem Hubschrauber befindet sich tatsächlich ein DJ, der den ganzen Tag auflegt. Auch das finde ich echt was Besonderes. Damit wären wir auch schon beim nächsten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, und zwar ist das die Thematisierung. Auch die ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut geworden. Und zwar sieht die Thematisierung so aus, dass einfach viele, ich sag mal, Alltagsgegenstände einfach auf den Kopf gestellt wurden. Oder sonst irgendwie der Realität nicht entsprechend platziert wurden. Besonders toll an der Thematisierung finde ich einerseits diesen Bus, der aber leider nur durch die Fast Lane führt, durch den man also nicht durchläuft, wenn man sich normal anstellt. Und andererseits der Feuereffekt, der alle 10, 15 Minuten mal kommt, das ist echt richtig cool. Ja, als letztes möchte ich jetzt natürlich noch ganz kurz etwas zu der Fahrt an sich sagen. Und wir starten mit einem richtig coolen First Drop, der gleichzeitig eine 180 Grad Rechtskurve ist. Und danach kommt schon mein Highlight der Fahrt, und zwar ist das der Bunny Hop, der richtig, richtig krasse Airtime hat. Leider ist es so, dass dieser Bunny Hop am Ende etwas schlägt. Ich habe mir sagen lassen, dass das zur Eröffnung der Achterbahn noch nicht so war. Und ich vermute mal, dass das so ist, weil eine extra Stütze da eingebaut wurde, damit dieser Bunny Hop nicht mehr so doll wackelt. Ist schade, aber man kann ein Auge zudrücken da, finde ich. Danach kommt ein etwas seltsamer Top Hat, der aber auch sehr lustig ist. Und dann kommt ein Airtime Hill-Camelback. Auch der war richtig cool. Für meinen Geschmack hätte es danach aber wieder ein bisschen weiter runtergehen müssen, sodass die Airtime noch ein bisschen länger andauert. Es folgt nun eine weitere 180-Grad-Kurve, die aber meiner Meinung nach absolut keinen Sinn macht, weil sie einfach sehr langsam durchfahren wird und nur ganz leicht nach außen geneigt wird. Ja, das ist, fand ich nicht so besonders. Yay! Okay. Direkt danach folgt die Blockbremse, auf der der Zug einmal wirklich fast komplett bis zum Stillstand runtergebremst wird, um danach einen Dive Loop, ich hoffe man nennt das echt so, ganz langsam zu durchfahren. Das wiederum ist natürlich cool, hat einen tollen Effekt. Allerdings erreicht der Zug dadurch dann auch auf dem Rest der Strecke nicht mehr wirklich Geschwindigkeit, was ich persönlich sehr schade finde, denn ich mag das noch gerne, wenn immer so ein bisschen Action ist. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, was er davon hält. Ein weiteres und für mich letztes Highlight der Fahrt habt ihr jetzt eben bereits gesehen, und zwar ist das die Zero-G-Roll. Darunter befindet sich eine Wasserfontäne. Das finde ich ein sehr gelungenen Effekt. An solch heißen Tagen dürfte sie aber ruhig einen Tick höher sprühen. Zum Schluss muss ich euch noch kurz etwas mega Witziges zu Lost Gravity erzählen. Und zwar müssen morgens die Mitarbeiter Testfahrten machen und jeweils 4 Mitarbeiter pro Zug. Ja, leider hat es aber nicht genug Mitarbeiter, sodass diese auf der Schlussbremse immer aussteigen müssen, um dann in den Zug einzusteigen, der in der Station steht. Ja, daher der Tipp an euch, fahrt morgens niemals direkt Lost Gravity. Das dauert nämlich. So, das war's auch schon mit meinem Mini-Review zu Lost Gravity. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Tschüss!